Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur ersten Folge Star Stable Sommerritt. Ja, vom Frühling gestern, heute schon in den Sommer. Wir machen weiter mit der nächsten Jahreszeit, wenn es auch der vierte Teil der Reihe ist normalerweise. In diesem Teil geht es wohl ums Westernreiten, wie die Verpackung verspricht. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier groß noch weiter rumquatschen, fangen wir direkt mal ein neues Spiel an. So, mal gucken, ob ich diesmal die passende Haarfarbe finde. Ich würde gerne meinen Charakter drehen können hier. So, ich bräuchte mal braune Augen. Habe ich überhaupt braune? Ach nee, die Augenfarbe kann ich ja so ändern. So, Frisur. Warte mal, wo waren nochmal die Zöpfe? Das war ziemlich wuschelig. Genau, das hier waren die Zöpfe. Das ist eher schwarz. Haben wir hier nicht auch ein dunkles Braun bei den Haaren bei? Dann ist das hier noch am ehesten braune Augenfarbe. Nehmen wir das hier. Oder? Ja, doch, würde ich schon sagen. Ich finde fast, das Schwarz sieht brauner aus. Oder dunkelbrauner aus als das hier. Aber sonst, das ist auch jetzt nicht... Was haben wir hier für eine Farbe? Ist auch so grün. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich werde wieder auf schwarz gehen. Ich finde das tatsächlich, weil ich ja einen relativ dunklen Braunton habe und ich das irgendwie schöner finde, als hier mit dem quietschegrünen Haargummi. So. Auf geht es. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, muss ich ja sagen. Ah. Ach, guck, das Silverglade-Schloss. Der Sommer ist da. In Jorvik ist es warm geworden. Endlich. Die Sonne schickt ihre wärmenden Strahlen auf die fruchtbaren Felder und die blühenden Wiesen. Der laue Sommerwind weht vom Meer herüber und bringt Mensch und Tier willkommene Kühle. Den hart arbeitenden Farmern, den faul herumliegenden Hunden, den umherhuschenden Katzen und den grasenden Pferden. Das Schuljahr ist vorüber und die Sommerferien, die vor den Kindern liegen, erscheinen fast endlos. Keine Hausaufgaben mehr, keine langweiligen Geschichtsstunden bei Mrs. Corkwood oder verwirrende Physikexperimente mit Mr. Flagstaff. Ab jetzt heißt es jeden Tag in den Reitstall von Jorvik. Dort kann man Hermann im Stall helfen, die Pferde versorgen und nach Herzenslust ausreiten. Das Leben könnte nicht schöner sein. Aber eines Tages taucht Coyote auf. Er ist der Bruder von Hermann, der den Stall von Jorvik leitet. Coyote hat 20 Jahre lang in den USA gelebt, wo er als Rodeo-Reiter gearbeitet hat. Nun hat er sich entschlossen, in seine Heimat zurückzukehren und will in Jorvik ein Reitcamp in Western-Stil aufbauen. Und er möchte, dass du ihm dabei hilfst. Schon bald herrscht auf der Halbinsel im Nordwesten von Jorvik emsige Betriebsamkeit und auf dem ehemaligen Ackerland und der Sumpflandschaft... Oh je, jetzt muss ich mal gerade... Okay, das war zu schnell. Ich muss jetzt den Rest noch von der Packung vorlesen. Sehr schön. Schon bald herrscht dort emsige Betriebsamkeit und auf den ehemaligen Feldern und Sümpfen entstehen Koppeln und Rennbahnen. Du hast nur wenig Zeit, dir die verschiedenen Disziplinen des Westernreitens anzueignen. Barrel Racing, Pole Bending und Trailreiten. Aber irgendetwas ist faul. Unter den Farmerfamilien und auch auf der neuen Range von Jorvik machen Klatschgeschichten und seltsame Gerüchte die Runde. Steckt hinter Coyotes Rückkehr womöglich mehr als nur schlichtes Heimweh? Und wirst du herausfinden, welches Geheimnis sich hinter seiner Heimkehr verbirgt? Ja, das werden wir jetzt rausfinden. Wir sind wieder recht hochgelegen, starten wir hier. Aber hier ist diesmal kein Örtchen um uns drumherum. Ich bin gespannt. Willkommen bei Star Stable. Dies hier ist dein erstes Tutorial. In dem Tutorial erfährst du, wie das Spiel funktioniert. Ja, das ist im Endeffekt, können wir uns das schenken. Das haben wir alle schon gemacht. Bevor wir da anfangen... Ach, guck, da ist direkt eine Rennbahn. Möchte ich hier mal schauen, was wir für Pferde hier stehen haben. Das hier ist ganz schick. Wobei das... Ich finde das im Gesicht ist das nicht ganz so schön. Was ist das? Ist das ein Appaloosa? Colorado Ranger. Okay. Die Rasse sagt mir tatsächlich nichts. Gibt es die in echt? Ah.
süß. Ein American Paint Horse. Mit Overo-Checo. So, aber jetzt stürzen wir uns direkt mal ins Abenteuer, würde ich sagen. Ich bin wirklich gespannt, wie der Teil hier... ein Western-Outfit. Was uns in diesem Teil hier erwartet. Mensch, was ein holpriger Anfang. Ich habe direkt einen Knoten in der Zunge. Ja, und das hier, das wird wohl Coyote sein. Hm. Willkommen auf der Coyote Ranch, Cuddy. Ich freue mich, dass du es geschafft hast. Ja, man hat mir erzählt, dass du sehr einfallsreich bist und ihm in Jorvik schon viel geholfen hast. Aber bevor wir loslegen, möchte ich dir ein echtes Cowgirl-Outfit verpassen. Wenn wir jetzt schon auf Wilden Westen machen, dann auch gleich richtig. Yay! Ah, das glitzert schön. Zack. Wow, du siehst aus wie ein waschechtes Cowgirl. Ach, das erinnert mich an alte Zeiten. Aber jetzt ist keine Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Machen wir uns an die Arbeit. So, das will ich dann noch auch direkt anziehen. So. Zack und zack. Ja, so mittelechtes Waschgirl. Hm? Ein mittelwaschechtes Cowgirl. Oh Gott. Hermann hat mich vorgewarnt, dass du sehr eigen bist, was die Pflege deines Pferdes anbelangt. Deshalb habe ich zur Sicherheit einen brandneuen Striegel und einen neuen Eimer für dich besorgt. Du findest sie neben der Stalltür. Okay, soweit noch so wie am Anfang. Das sieht aus, als ob die Sternchen hüpfen würden hier. Piek sauber. Aufgabe erfüllt. Ach, dann können wir die Dinger ja hier direkt schon wieder verkaufen. So, ja, das wissen wir alle schon vom letzten Teil. Ah, du hast sie gefunden? Prima. Ich hoffe, du bist zufrieden mit den Sachen. Ich möchte meine neue Mitarbeiterin ja nicht gleich am ersten Tag verscheuchen. Ist doch super alles hier. Also dann, rauf aufs Pferd. Wir werden hier sehr viel reiten. Ich werde überall deine Hilfe brauchen und du musst oft schnell von A nach B kommen. Warum probierst du nicht Old Faithful? Den möchte ich ab und zu in meinen Reitstunden einsetzen. Okay. Schick sieht er aus, der gefällt mir. Der gefällt mir, doch. Sieht doch ganz süß aus. So, das klicke ich mal alles durch. Wie gesagt, das kennen wir ja schon aus dem anderen Teil. So. Yeah. Sehr cool. Na bitte, du machst dich gut im Sattel. Aber bevor ich von deinem Talent überzeugt bin, musst du noch einen Test bestehen. Also dann, noch einen Test. Ich habe einen Weg abgesteckt, der um die Ranch herumführt. Und es gibt eine Zeitvorgabe, an die du denken musst. Nun zeig mal, was du kannst. Unser erstes Rennen! Yay! Na, das geht ja hier direkt schwungvoll los, würde ich mal sagen. Lauf, Faithful! Old Faithful ist mir ein bisschen zu lang. So. Wo ist denn der nächste Punkt? Ach, da. Das ist cool. Ich mag das Outfit. Gibt es genauso ein Western, so ein Hemd auch in SSO? Das ist nämlich cool. Ach, jetzt geht's hier wieder runter. Okay. Dann geht's da hinten weiter. Aha. Wo sind wir denn jetzt hier auf der Map? Wir sind noch weiter im Norden. Hier war der... Oh. Ups. Sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Das Problem hatte ich in dem letzten Teil irgendwie ganz, ganz selten nur mal. Da muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen erholen. Das letzte Mal in Frühlingsritt waren wir hier in dem Bereich und jetzt sind wir tatsächlich noch einen Ticken weiter nördlich. Und wir sehen hier oben... Bin ich denn jetzt hängen geblieben an den Leuten? Oh, ich sollte vielleicht nicht auf die Map gucken, aber ich bin so neugierig. Hier oben ist die Karte zu Ende, aber in Richtung Osten wäre rein theoretisch noch ganz, 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 ganz viel Platz zum Erweitern. Ich bin wirklich gespannt, was SSO davon noch alles übernimmt. So, ach guck, hier ist ja 5 Minuten Zeitvorgabe. Dann ist es entweder, haben wir hier extrem... Ist das in dem Spiel irgendwie, ist das in dem Teil hier anders? Muss man da mehr auf die Erschöpfung achten? Oder hatten wir einfach irgendwie... der liegt da aber riskant. Oder hatten wir einfach nicht so anstrengende Wege? Was ist denn hier los? Also wenn du ein Schulpferd bist, dann bist du eins von den Schulpferden, nur man sich immer nicht so drum kloppt,
weil die die ganze Zeit stehen bleiben und keine Lust haben zu laufen. So, ach, guck hier. Haben wir Felder und riesengroße Vogelscheuchen. Ja, aber dann scheint das ja doch, was wir da eben gesehen haben, nicht unbedingt das Silvergleitschloss zu sein. Ich glaube nicht, dass wir von hier so weit gucken können. Da sind noch zwei Orte. Da oben auf dem Hügel und ganz da hinten ist was. Ich versuche hier... Kann das sein, dass wenn ich beide Maustasten gedrückt halte, dass ich dann anhalte? In den Teilen hier? In SSO ist es ja nicht so. So, jetzt hier aber mal langsam wieder zurück. Aber schön, hier mit den Feldern und den Blumen. Es gefällt mir. Ja, doch, gefällt mir echt gut. So. Ja, wir müssen hier anscheinend echt ein bisschen mehr auf die Ausdauer gucken. So, jetzt sind wir gleich doch wieder da. Diese Pfannen noch, die da hinten. Schafft man die noch mit der Ausdauer? Ja, die schafft man so gerade noch. Yay! Ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt, aber gut. Wir haben den ersten Test bestanden. Gut gemacht. Du hast die vorgegebene Zeit sogar noch unterschritten. Und schau dir Old Faithful an. Hätte nicht gedacht, dass dir so ein Tempo vorliegt. Aber du hast ihn richtig angespornt. Ich glaube, ich lasse alle meine Pferde von dir trainieren. Und wenn du die Western-Reitdisziplin mit der Zeit beherrschst, die ich im Reitcamp unterrichten möchte, werde ich dafür sorgen, dass du auch die Pferde aus den umliegenden Ställen zum Trainieren bekommst. Dieses Wettrennen ist bestens geeignet, um das Tempo eines Pferdes zu verbessern. Ein Level up. Aber wir können hier... anscheinend dann unser Pferd verbessern. Okay. So, das hier klicke ich mal wieder weg. Haben wir hier auch wieder so Prüfungen? Ja, haben wir auch wieder. Okay, okay. Coyote-Wettrennen Bronze. Ah, schwarzes Brett treffen mit Linda. Ach, Linda auch wieder mit dabei. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht direkt nochmal. Ich würde sagen, wir fangen hier erstmal mit dem schwarzen Brett an. Auch wenn wir es schon kennen. Hermann hat mir berichtet, dass es in jedem Stall in Jorvik ein schwarzes Brett gibt, auf dem die zu erledigenden Aufgaben stehen. Also habe ich mir auch so ein Brett besorgt. Schau mal nach, was bei uns gerade so ansteht. So, weil wir brauchen sowieso wieder Stallpunkte, wenn wir uns ein neues Pferd kaufen wollen. Und ich möchte definitiv wieder eins haben, was ein Ticken schneller ist. Da sage ich erstmal, was ein Ticken schneller ist und dann setze ich Faithful hier erstmal gegen die Tür. Super. Gegen den Zaun. Was ist denn heute los mit mir? Hier ist es, das schwarze Brett. Hier solltest du dich regelmäßig informieren, welche Aufgaben im Stall zu erledigen sind. Für Faulheit wird hier niemand belohnt. Coyote. So, Pferde tränken. Die Pferde sehen aus wie nach einer Wüstendurchquerung. Gib ihnen zu trinken, bevor ihnen Kakteen aus den Ohren wachsen. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Die Pferde sehen aus, als hätten sie in letzter Zeit nur Eidechsen gefressen. Wenn du mich fragst, die fallen schon vom Fleisch. Bitte gib ihnen ordentlich zu fressen. Okay. Die Pferde sehen aus, als hätten sie eine Viehherde quer über den amerikanischen Kontinent getrieben. Hier auf der Coyote Ranch soll das Fell unserer Pferde immer schön glänzen. Na klar. Na, in den Boxen schaut's ja aus wie in einer Mündung des Mississippi. Ich denke, das kannst du besser. Bitte misse die Boxen ordentlich aus. Ich finde es ja sehr schön, muss ich ehrlich sagen, dass sie hier wirklich die ganze Zeit so Sachen reinnehmen, die mit Amerika zu tun haben oder der Steppe, der Prärie. So, das klicke ich jetzt mal weg, das hatten wir alles schon. So, das hier kann ich eigentlich da unten reinpacken, solange bis ich es verkaufe. Meine Sachen packe ich nach vorne, so. Zack, 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 zack. Alles wieder einsammeln hier, so. Gut, und im Rucksack finden wir den Eimer, genau. Den füllen wir jetzt hier hinten auf. Zack. So, und dann kümmern wir uns heute erstmal um die Pferde, damit es hier ordentlich ist auf der Ranch. Wie gesagt, das ist genauso wie in dem anderen Teil. Von daher hoffe ich jetzt, dass es euch nicht langweilt. Ich werde schauen, dass ich das in aller Regel auch außerhalb der Aufnahmen mache, es sei denn, es ist bei mir vielleicht zeitlich ein bisschen knapp, kommt auch schon mal vor, dass ich gucken muss, dass ich die Sachen irgendwie fertig bekomme. Dann würde ich es auch mal in der Folge machen. Das haben auch viele in den letzten Let's Play geschrieben zu Frühlingsritt, dass ich das ruhig auch ab und an mal zeigen soll. Auch Sommerritt natürlich über den Ponyclub damals zu bekommen gewesen, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile müsst ihr schauen, ob ihr...
wer das bei eBay findet, teilweise, ich habe es wie gesagt als Komplettpaket bekommen, für 80 Euro habe ich für alle vier Teile bezahlt, aber auch einzeln soll die da finden. Es kommt halt immer darauf an, was gerade angeboten wird, da muss man so ein bisschen gucken. So. Und putzen. Und zack. Und weiter zur nächsten Box. So. Das ist hier schon auch schick. Guck mal, es hat so eine helle Mähne. So Flachsfarben. Sehr schön. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das aussieht wie ein Westernpferd mit den geflochtenen, mit den Zöpfchen, weil ich, wenn ein Westernpferd was geflochten hat, dann meistens so die Mähne so auf einer Seite und dann hier so zusammengeflochten, dann hängt es so ein bisschen runter. Aber so kenne ich es nicht. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Tier. Und ein sehr, sehr gutes. 6000. Sehr schnell. Ja. Ja, doch. Das könnte mir schon auch gefallen. Aber für 6000 müssen wir erstmal eine ganze Weile arbeiten. Das ist der Nachteil daran. Aber doch, doch, gefällt mir. Was sagt ihr denn zu dem Füchschen hier nebenan? Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was du bist für eine Rasse. Müssen wir gerade nochmal gucken. Na, du? Nee. Was bist du denn? Ein Tennessee Walking Horse. Aha. Ach so. Okay. So, aber jetzt erstmal ab zur Coyote. Gut gemacht. Hier ist meine Belohnung. Aber gib nicht alles gleich aus. Flamme bekommen 45. Okay. Danke dir. Jetzt können sie wieder kräftige Muskeln aufbauen. Gut gemacht. Genau so sollen die Pferde hier bei uns auf der Coyote Ranch aussehen. Tadellos. Jetzt hätte auch der stressigste Stallmeister nichts mehr auszusetzen. Hier ist eine kleine Belohnung für deine Mühe. Du warst wirklich sehr gründlich. Vielen Dank für deine Hilfe. Das haben wir doch gerne gemacht. Gerne, gerne. So, 180 haben wir uns verdient. 45 pro Aufgabe haben wir bekommen. Und ich würde sagen, auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen wenig war, was wir in der ersten Folge gemacht haben, nächste Folge schauen wir dann mal bei Linda vorbei, würde ich sagen. Wir können auch gerne nochmal das Rennen machen. Vielleicht machen wir das Rennen nochmal schon mal auf Bronze und gucken dann bei Linda vorbei. Ja, das klingt nach einem Plan. Ich würde sagen, das machen wir so. Ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.